vielleicht schon bei mir ein paar Mal im Einsatz gesehen. Und zwar, die nennen sich Dreilochspanner. Ich habe da jetzt relativ schwere, das Ganze gibt es in Alu auch, die was relativ leicht sind. Die kann ich euch unten in der Beschreibung verlinken. Und zwar, was kann man mit denen machen? Eigentlich im Prinzip dasselbe wie mit den Holzern. Es braucht keinen Knopf können. Ihr seht, es ist immer ein großes Loch, ein kleines Loch und ein ganz großes. Ihr nehmt das mittlere und da fahrt einmal euch ein Ding ein bisschen durch, die Schlaufen, und wickelt es einfach einmal so drüber. Dann habt ihr da mal was fix halt. Und an den können wir schon mal was anhängen. So, und jetzt gehen wir mal zum Baum. So, dann gehen wir mit dem Teil um den Baum herum. Und fahren jetzt mit einer Schlaufe durch das mittlere Loch und hängen es da über das kleine drüber und ziehen einmal an. Und ihr seht, wir sind da schon gespannt. Das passt schon so. Also, noch einmal. Den haben wir angehängt. Ihr macht da kleine Schlaufen rein, fahrt durch das mittlere Loch und diese Schlaufe hängt über das kleine einfach drüber. Zieht es an, soweit ihr es braucht. Und wir sind schon auf Spannung und wir gehen schon auf die andere Seite. So, da machen wir jetzt eigentlich dasselbe. Wir haben ja das zweite. Wir machen da wieder eine Schlaufe rein, gehen da durch das große Loch durch. Also nicht durchs ganz große, durchs mittlere durch. Und machen da wieder so einen Klang drüber und somit halt es eigentlich da dazwischen schon mal bombenfest. So, und jetzt gehen wir damit um den Baum herum. Um. So. Kommen da wieder her. Gehen jetzt mit der Schlaufe durch das große durch. Müssen wir gar nicht die ganze Schnur durchziehen, das geht so auch. Spannend da. Und jetzt da fahren wir eigentlich nur da ein paar Mal herum. Und die Schnur hält sich eigentlich von allein. Und wir sind genauso gespannt. Und wer will, kann das natürlich auch mit einem kleinen Klang fixieren, wenn wir das schon kennen. Und das hält so auch. Wir sind wieder Pipi-Fans gespannt. Also, diese Dreilochspanner in der Alubasis, da sind sie extrem leicht noch dazu, auch sehr gut zu gebrauchen. Ja, natürlich sind die auch wieder ganz einfach zum Außerbringen. Lasst sie schlafen, wieder drüber rutschen. Ihr seid hier unten und das drübere machen wir dort. Und das andere machen wir drüben natürlich auch. Ja, und da herum natürlich auch. Wir machen da locker, lassen den da durchrutschen. Er ist wieder heraus. Wir haben den herum. Wir können den aufmachen, wenn wir wollen, oder auch drauf lassen. Und der ist wieder einzeln. Wir können aber auch ohne weiteres da gerne einen kleinen Knopferleiner machen. Dann ist er fix mit eingebettet gleich. Und man kann ihn auch nicht verlieren. Ist das selbe in Grün. Also wie gesagt, das geht ratzfatz. Wir fahren da drüber. Da durch eine über das drüber. Spannen an. Und wo das ist, ist wurscht. Ob das jetzt wirklich beim Baum ist oder nicht, ist ganz egal.